Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zuckerbude. Und ja, ich war mal wieder auf dem Flohmarkt. Und zwar war ich auf einem Flohmarkt im Ruhrgebiet. Kleinstadt im Ruhrgebiet. Also es war jetzt nicht Dortmund oder so. Es war in der Nähe von Dortmund, in einer Kleinstadt. Und ja, Wetter war ganz gut. Ich bin mit niedrigen Erwartungen hingefahren, habe aber ein paar schöne Sachen gefunden. Ansonsten, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach an, was ich so gefunden habe. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier schon wieder den Faden verliere. Wir gucken uns das einfach an und deswegen sage ich einfach mal, los geht's! Sind da nur DVD, keine Spiele? Nein, absolut keine Spiele. Nur schade. Hast du auch keine Spiele dabei? Nein, absolut. Schade, nicht. Schade. Okay, danke, ne? Bitte. Darf ich die Kabel mal sehen? Ja, natürlich. Hast du dazu auch noch das Gerät oder nur die Kabel? Ich glaube, das Gerät hat der auch gebracht. Ja. Eine Xbox? Ja. Okay. Ah, Spiele habt ihr auch, sehe ich. Okay. Ja. Kann ich schon reingucken oder soll ich später kommen? Okay. 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 Xbox, okay. Komm schon, was geht denn? Was wollt ihr haben für ein Spiel?
Wollt ihr haben? Wir kosten ja wie Spiel. Ja. Das ist wirklich schade. Wie viel? 7 Euro. Okay. Machen wir einen 5er? Mach 6 wenigstens, ja. Weil, also machen wir die 8, aber mach 6 wenigstens, ja. Ja, okay, aber komm. 6 ist okay. 6 machen wir. Ja, mach mal 6, weil du bist der erste Kunde. Ja, es ging damit los, dass ich bei jemandem an so einer großen, richtig großen Tüte wühlen durfte und mir nach Games geguckt habe. Und ich habe mir ein Spiel mitgenommen. Und zwar Monster Hunter 3 oder hier steht Monster Hunter 3, ne, also von Capcom. Und ich wusste, dass die Monster Hunter Spiele geile Games sind. Ich hatte das noch nicht und deswegen habe ich mir das gerne mitgenommen. Ja, ist natürlich von Capcom. Also, Capcom ist sowieso einer meiner liebsten Publisher, was Videospiele angeht. Und wie gesagt, ne, und für die Wii finde ich auch gar nicht mehr so viele Games, wo ich sage, muss jetzt unbedingt haben. Ne? Aber da hatte ich echt Bock drauf. Und ja, in der Tasche, ich habe dann auch irgendwie noch geguckt, ob ich noch mehr finde und gewühlt und mir irgendwie vielleicht sogar was zu bundeln. Aber da waren gute Games drin. Ne? Zum Beispiel Mario Galaxy 2 war da drin. Mario Bros. Hier, wie heißt es? New Super Mario Bros. Hier, das in der roten. Da waren auch noch paar andere gute, da waren auch ein paar PlayStation Games drin und so gute, da waren eigentlich alles gemischt an Games, ne, nur ich hatte die meisten davon schon und also wenn ich jetzt das verkaufen wollten würde, dann hätte ich natürlich auch so ein Mario Galaxy 2 für einen 5er oder für 6 Euro mitnehmen können, ne, aber das hole mir ja meistens Spiele für meine eigene Sammlung, ne. Ja, ich hätte es vielleicht zum Tauschen mitnehmen können. Aber ich hatte irgendwie den Fokus nur auf Monster Hunter 3. Ne? Deswegen nur zur Erklärung, warum ich da nicht mehr mitgenommen habe. Ja, ich habe die anderen guten Spiele auch dort gesehen, ne? In dieser Tasche. Aber das fehlte mir noch. Das wollte ich gerne haben. Ein schönes Wii-Spiel, ne? Für meine Sammlung. Ne? Und wie gesagt, für die Wii, inzwischen habe ich da, ich habe da auch echt viel. Ne? Und ja, ich muss auch mal gucken, ob ich da irgendwann nochmal aussortiere. Mein Umzug rückt übrigens immer näher. Und da muss ich halt gucken, wie viel Platz ich da überhaupt für die Wii habe. Weil die Wii auch nicht meine Hauptkonsole ist. Aber so ein Game habe ich gerne mitgenommen, ne? Was mir auch, weil ich sowas auch mag, ne? Das war der erste Deal. Es gab einmal einen Monster Hunter für die Nintendo Wii. Ja, ich würde sagen, ach, was habe ich bezahlt? Ich habe 6 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Ja, ich meine, es wären 6 gewesen. 6 Euro, für 6 Euro habe ich Monster Hunter 3 mitgenommen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Haben Sie noch mehr in Richtung Spiele oder nur das eine hier? Nur noch das eine. Was wollen Sie dafür haben? 3 Euro. Machen wir 2? 2,50. Machen wir. Ja, ja. Danke. Ja, und dann habe ich einmal Art Academy mitgenommen für 2,50. Ich wollte auch nicht so viel für bezahlen, ne? Also die wollte 3 Euro haben. Ich habe gesagt 2, dann hat sie gesagt 2,50. Dann habe ich eingeschlagen, werdet ihr wahrscheinlich alles selbst gerade gehört haben. Ja, Art Academy, da muss man, ja, man muss da malen. Ne? Also, das wär's auch schon, ne? Und ich habe das Spiel für die Wii U. Und weil ich, also wie gesagt, ich hab's für die Wii U, für den DS hatte ich's noch nicht. Und ich habe mir gedacht, ja, ne, nimmst dir mit, ne? Ist ganz so, ist eigentlich ganz nett, ne? Ist jetzt natürlich kein Knaller, ne? Aber 2,50 habe ich auch nur bezahlt und viele würden das jetzt als Trash-Spiel bezeichnen. Da würde ich es jetzt nicht einordnen, ne? Also, es ist jetzt nur nicht mal in der Kategorie Ponyhof, Englisch-Training
und meine Katzenfreunde und so, da würde ich es jetzt nicht sehen, ne? Das ist ganz okay, ne? Ganz spaßig, ne? Aber ist jetzt auch mit Sicherheit kein Knaller, ne? Aber ich habe ja auch nur 2,50 bezahlt. Ja, auf einmal gab es Art Academy für den Nintendo DS für 2,50 €. Ja, da war anfangs auch nicht viel an Games zu sehen und zu holen, ne? Also, irgendwie, es war auch Konkurrenz da, es waren die ein oder anderen Gesichter da, die ich auch kenne und die haben auch Games gesucht, vielleicht haben die auch das ein oder andere gefunden schon vor mir, ne? Also man kann ja auch nicht überall gleichzeitig sein, obwohl ich relativ früh da war, aber ja, war halt so. Ja, ich würde aber sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe, deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Alles 1 Euro, was da so in den Kartons sind. Ich hab's auch gebaut. Genau, stellst du irgendwo an die Seite, aber nicht bei den 1 Euro Sachen. Hier ist alles 1 Euro, da nicht beistellen. Irgendwo anders in den Sachen. Bitte? Super. Ich habe noch eins davon zu Hause. Ein bisschen bei Gläser. Habt ihr noch mehr Spiele oder nur das eine? Nur noch das, der Rest ist schon weg. Ah, okay. Das ist nicht meins. Deswegen ist er noch da. Das Teil, was da fehlt, ist das denn zum Spielen notwendig oder was ist? Das ist, wenn du es überhaupt brauchst. So eins hier meinst du? Genau, das ist so ein kleiner Eingang. Das geht ja immer dran, wie viele Hotels du verkauft hast. Ja klar, ich kenne das. Kannst ja so einen Eingang davor. So einer müsste fehlen, habe ich durchgezählt. Sitzen von hinten aus. Ich habe aber auch nicht im Internet geguckt, ob sie nachgeht irgendwo, weil viele verkaufen ja auch Einzelteile irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt an dem einen Ding hier scheitern wird, ne? Ich will das ja auch zum Spielen haben, ne? Ja, jetzt sag ich nur, also ich weiß auch nicht, weil man kriegt ja viele Steine auch irgendwie einzeln, weißt du? Haben sich ja welche schon drauf spezialisiert, Ersatzteile. Aber 30 kann ich dir nicht geben, da muss mir schon ein bisschen noch was machen. 50. Da oben, also war falsch, ja? Nee, eher nach unten. Ja, im Internet liegt zwar 50, deswegen. Komm, ein bisschen was muss noch gehen. Dann, ja, nehme ich das mit. 25. Ja, komm, wir können auch gerne. Ja, dann habe ich was für mich eigentlich Ungewöhnliches gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal in einem Video hatte, dass ich ein Brettspiel gekauft habe. Heute war es dann mal soweit. Also wahrscheinlich Brettspiel-Premiere heute. Also, und zwar habe ich mir einmal das Hotelspiel geholt. Was soll ich dazu sagen? Also, warum habe ich das überhaupt geholt? Also, ich habe nicht das vor zu verkaufen. Ich weiß, das Hotelspiel ist ein relativ beliebtes Reselling-Objekt auch, ne? Und ich habe 25 Euro bezahlt. Da habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Für 25 Euro war das ein ganz guter Preis. Ne? Es fehlt ein so ein gelbes Plättchen hier, wo man die Miete bezahlt, ne? Und halb so wild. Vielleicht brauche ich es gar nicht. Und ja, vielleicht kann man das auch nachbestellen. Im Internet, weiß ich nicht. Ne, und warum habe ich das geholt? Ja, ich hatte das in meiner Kindheit. Dieses Spiel stammt auch aus den 90er Jahren. Hinten drauf steht 96. Ich hatte das Spiel in meiner Kindheit. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich diese Variante hatte oder die noch ältere. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber da das absolut Kindheit pur ist und für 25 Euro weiß ich, dass das auch noch ein ganz guter Preis war für das Hotelspiel, habe ich mir das gerne mitgenommen, die Chance ergriffen, jetzt hast du es endlich mal wieder. Und ja, jetzt muss ich nur noch meine Frau überreden, dass sie das mal mit mir spielt, ne? Weil ich habe auch echt Bock, das mal zu spielen. Ja, worum geht es überhaupt im Hotel? Ähnlich wie Monopoly, ne? Man kauft Hotels, baut die auf mit den Gebäuden, stellt die auf. Und dann müssen die anderen Spieler, kommen dann auf deine Felder oder wo dein Hotel ist und müssen dir Miete zahlen. Ne? Und wer keine Kohle mehr hat, hat verloren. Ähnlich wie Monopoly, ne? Aber halt Hotel. Und wie gesagt, ich hatte das in meiner Kindheit, richtig nice, das jetzt wieder zu haben. Hab mich echt gefreut, ne? Und ja, gab's einmal Hotel für 25 Euro. War übrigens, der Händler war übrigens jemand, den ich kannte, ne? Und ja, vielleicht habe ich auch deswegen nur 25 bezahlt. Der wollte eigentlich ursprünglich 30.
hat aber auch 25 mit sich machen lassen. War, wie gesagt, 25 war ein guter Preis für einmal Hotel. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Ja. Was soll so eine Kassette kosten? Vier. Wenn sie 2 für 6 machen? 5. Wie? 2 für 5. Ich dachte 4 kostet eine. Ja. 1 4, 2 sind 8. Ja. Und ich habe jetzt gesagt 5. 5 für beide? Ja. Ja, okay, können wir machen, auf jeden Fall. Ja, und dann gab es doch tatsächlich mal wieder Hörspielkassetten. Habe ich auch schon lange nicht mehr gekauft. Und es gab tatsächlich Masters of the Universe. Also, die finde ich nie. Also zumindest nicht bei Privaten. Kann sein, dass beim Händler schon mal rumliegen. Bei Privaten sehe ich die nie. Muss ich echt sagen. Ich habe eine Masters of the Universe Kassette in meiner Sammlung. Und ich gucke vielleicht auch nicht so speziell danach. Ne? Aber ich habe nur eine in der Sammlung, weil ich die auch nie sehe. Und jetzt habe ich 2 weitere. Ja, und der Deal war auch ein bisschen verwirrend. Also, die wollten 4 Euro pro Kassette haben. Und dann habe ich gesagt, machen sie beide für 6. Und dann sagt der 5. Ne, und ja, ganz komisch irgendwie. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Und ja, aber es hat mich gefreut, mal wieder 2 Masters of the Universe Kassetten in der Sammlung zu bekommen. Wie gesagt, finde ich echt nie. Einmal gab es die Folge 5. Hülle des Schreckens. Gab es einmal. Ja, wie gesagt, fehlte mir noch. Ich habe nur eine. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche ich habe. Ich kann mal nachgucken. Ich habe die Nummer 25, Thielers Verrat. Ja, jetzt die 25. Jetzt, das war jetzt die 5. Und dann gab es auch aber die 26. Orkus schwerste Stunde. Ja, so heißt es. Ja, fehlte mir auch noch. Ja, richtig nice, ne? Ist auch Kindheit pur, ne? Ich kann mich erinnern, auch Masters of the Universe in der Kindheit gehört zu haben. Ich hatte da aber auch, glaube ich, in der Kindheit nicht viele von. Und ja, Masters of the Universe ist natürlich auch die Zeichentrickserie, habe ich gerne geguckt. Habe ich auch eine DVD von. Und gucke ich auch heute übrigens auch gerne. Und ja, auf jeden Fall gab es da gab's einmal die beiden Kassetten für 5 Euro insgesamt. Also 2,50 pro Kassette kann man auch echt nichts sagen. Und ja, richtig nice, ne? Ja, heute mal ein paar andere Sachen als Games in der Sammlung. Ja, ich habe aber auch noch Games gefunden. Da kommen wir jetzt am Ende noch zu, beim Händler. Und ja, auf jeden Fall die beiden gab's. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was ich sonst noch so gefunden habe. Deswegen sage ich einfach mal, weiter geht's. Słuchaj, a ty pracujesz jeszcze? Jak to jest z tobą? Ile masz jeszcze? Jeszcze lat? Ile ma? Jeszcze 6 w tym typie. Jeszcze parę lat mam. O, że ty jeszcze masz mleko pod nosem, chłopie. A? To masz jeszcze mleko pod nosem. No, ale ja ci powiem, cieszę, że ty masz tyle, a nie więcej. Wiesz? Ja nie wiem, kiedy te czasy przeleciały. Ja nie wiem, w ubiegłym roku 70. 70? No, jeśli człowiek się dobrze czuje, no to jest on off. Ja. I robisz dalej w tej chwili, gdzie pracowałeś? No tak. Ja w tym nie byłem 25 lat, ale tak, ale teraz w tym jestem 15 lat, co mogę mówić. A też budowana firma? Kotbek, beton setting element. 95 lat. Będzie podnoszona emerytura, ale podobno 4, 5, 7%.
też jest połączona. Czyli to są zarobić w tym roku. I te lata poprzednie to się podnoszą te renty, punkty rentowe. Tak, żeby pracować trzeba, bo potem przyjdzie czas. To jest przywrót, nie? A w tym, to co przyjdzie na konto, to jest pewne. To jest coś innego. To tylko takie rzeczy. No, dzięki. Ja. Wahrscheinlich nicht so wie gestern, aber. So. Ja, aber das wird so vor Gott ein bisschen mehr drücken auch, ne? Ja, das stimmt. Mal hier, ich habe ein bisschen was gefunden. 20, 15 und 15 wären 50. Was können wir machen? 45? Machen wir. Ja? Ja. Sind auch so alle. Ja, und zwar habe ich mir ein bisschen was zusammengebundelt beim Händler. Und ja, es war viel, was mich interessiert hat. Da lag eigentlich viel rum. Ich hätte auch noch irgendwie anderes machen können. Aber ich habe mich dann am Ende für diese drei Games entschieden. Und zwar zweimal Dreamcast, weil ich Dreamcast auch nicht so oft finde und weil ich Dreamcast auch noch gar nicht so viele Spiele habe. Und ja, jetzt sind mal wieder zwei neue dazugekommen und ein PS1-Spiel gab es auch noch. So, fangen wir am besten mit dem PS1-Spiel an.
Und zwar gab es einmal X-Men Mutant Academy 2. Ja, ist, glaube ich, ein Beat'em-up, wo man sich gegeneinander mit diversen Charakteren prügeln kann. Ja, ist von welcher, wer ist übrigens der Publisher? Activision, ja. Na, selbstverständlich auch von Marvel. Ja, X-Men, ne? Ganz nett, habe ich mir gedacht. Auf sowas stehe ich auch, ne? Und solche PS1-Spiele nehme ich gerne mit. Und ja, deswegen habe ich mir einmal das geholt. Dann, für den Dreamcast, House of the Dead 2. Davon habe ich Gutes gehört, ne? Das ist so eins, wo was oft angepriesen wird, dieses Game, dass es cool sein soll und so, ne? Und ja, ich hab's da liegen sehen, das sollte auch nur ein 20 kosten, habe ich gedacht, ach komm, das nimmst du dir auf jeden Fall schon mal mit, ne? Und wie gesagt, Dreamcast-Spiele finde ich nicht oft, habe ich nicht viel und möchte ich auf jeden Fall auch noch ein paar haben und deswegen habe ich mir das gerne mitgenommen. Und ja, habe ich auch einfach, weil es einfach cool aussah, habe ich einmal noch Quake 3 Arena. Habe ich auch mitgenommen für den Dreamcast, ne? Ich weiß gar nicht genau, was das ist, ne? Und für, wie gesagt, auch wieder ein Dreamcast-Spiel. Und meine Dreamcast-Sammlung, ja, das ist, es ist schwierig, die Sammlung ein bisschen auszubauen, ne? Klar, könnte ich das über eBay oder wenn ich zum Stefan fahren würde, der hat auch immer eine reichliche Auswahl. Aber jetzt so rein über Flohmarkt ist das gar nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall gab es die beiden Dreamcast-Spiele. Ach ja, was habe ich bezahlt? 45 habe ich bezahlt. Eigentlich hätte ich insgesamt 50 bezahlt, weil das sollte 15 kosten. Das sollte 15 kosten. Und das sollte 20 kosten. Und wären wir bei 50. Und ich habe 45 bezahlt. Und ich glaube, wenn ich richtig geguckt habe und der verkaufte Artikel, nur die beiden zusammen wären schon ungefähr so die 45 Euro. Ne? Die beiden Games zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgeguckt habe. Und ja, also gab es das quasi so noch dazu, ne? Also als Bonus. Ja, deswegen war ein schöner Deal, ne? Auch wenn es vom Händler ist, war aber auch ein Händler, den ich kenne und der auch immer ganz angenehme Preise hat, ne? Ich kenne und mir auch noch ein bisschen was erlässt. Also ich kenne ganz andere Händler, ne? Wo ich auch schon gar nicht mehr hingehe. Ja. Das war's dann aber auch schon wieder mit Patricks Zockerbude. Ich habe ein paar schöne neue Games in meine Sammlung bekommen und auch andere Sachen, Hotelspiel, Masters of the Universe Kassetten. Ja, das war's aber auch schon wieder mit Patricks Zockerbude. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.